Ja, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Sie sehen, ist fast zu Ende, aber trotzdem voll. 200 Aussteller in und Ausland. Meine Güte, was für ein Wahnsinn. Folgen Sie mir doch einfach in die Halle. Dort kriegen Sie einen besseren Überblick. Bis gleich. Drauf. Ist am Laufen? Sie erinnern sich, in meinem Museum, Calliope und so. Sie finden alles hier. Übrigens auch die Verstärker fürs Grammophon. Man hört, wie es kratzt. Übrigens, der Mann hier aus Köln, der ist ein Spezialist für Tefifone, der Herr Vorenhagen. Nur eine kleine Information am Rande. Wir sind noch nicht in der Halle, denn da wird es noch katastrophaler. Ja. Ja, jetzt sind wir in der Vorhalle. Die Herrschaften aus Berlin, Allotria, in Sachen Grammophon und Schellackplatten werden Sie hier fündig. Also Schallplatten rund ums Grammophon. Sie besitzen eine Platte, aber keine Hülle. Hüllen gibt es hier genug. Und die Petra, die hilft Ihnen garantiert weiter. Ich muss jetzt auch weiter. Aber die Kamera, die ist für Sie weiterhin unterwegs. Wir sehen uns gleich noch, ja? Tschüssi! Das ist doch mal ein Bild, oder? Das habe ich mir jetzt geholt. Meine Herrschaft, unser YouTube-Kanal, YouTube Radio Meiner, Geschichte Neues von gestern, mittlerweile seit einem Jahr im Netz zu sehen, 12.335 Zuschauer, also Neues von gestern, Radio Meiner, und man hat auch die Börse hier im Netz. Wir haben der Herr Diego macht einige Aufnahmen, nur Geräte von den Geräten. Und Sie können die nächste Woche Dienstag im Netz sehen. YouTube, Neues von gestern, Radio Rainer. Viel Vergnügen beim Sehen. Thank you.
Das ist das Weizen. Ja, genau. Ja. Ja. Dann ging die Feder raus. Und dann kam halt einer von denen, die das flüchtende Menschen. In Köln haben die Türken am Nachmittag eine Demonstration gekriegt, draußen teilnehmen. Der ganz sogenannte Flugtatsch. Und die Flugtatsch haben wir von Stuttgart gebracht. Kritiker sprechen von Propaganda-Aktionen für die nationalistischen Mit ihm? Was soll ich jetzt in Propaganda-Rede halten? Du kommst. Einer und ich hier. Ja, die alten Verbrecher wie immer. So, meine Damen und Herren, hier ist der Herr Buttig mal eben 550 Kilometer zu uns gefahren, um seine Schätze vom Elbwasser-Hochwasserschützen hier hinzustellen, damit Sie es kaufen können und nicht die Flut von Dresden alles verschlingt. Gott sei Dank gibt es Herrn Buttig und mich und Sie und wir sehen uns und tschüss. Super. Ich bin schon 6 Jahren tot. Und jetzt habe ich noch Verbindung nach Altari. Und dann ist der Heimathaus, Werner Buttmann. Der hat macht nichts. 18. September. Da bin ich wieder für Sie da. Die anderen Leute sind am 18. September auch für Sie da. Also,
die Frau wegsperren, die Kinder verhauen. Nee, Quatsch. Mitbringen, mitbringen. Das Handy wegnehmen, die Elektronik verschrotten, die Kinder mitnehmen. Und nicht für die Frau eine neue Kaffeemaschine. Kaufen Sie dir doch einfach für die Küche eine neue Violetta. Also bis neulich. Pass auf. Und übrigens, wenn die Polizei mal in Rente geht, so wie der Herr Mittag, der war da früher mal der Wachmeister Dimpfelmoser unterwegs. Und wenn dann gar nichts mehr klappt, die Einbuben und Spitzbrecher alle ausgegangen sind, dann fragen Sie ihn. Er hat ein bombensicheres Hobby. Tröten, Grammophone und Musikautomaten. Herr Mittag, der ehemalige Polizist. Das ist er. Jetzt verhaftet er keine Spitzbuben mehr, nur noch Trötomaten. Bis neun. Lautsprecher, ja? Billiger kommst nicht dran. Für eine Nadel zahlst du 20 Euro. Kann ich den mal hinstellen? So, spiel ihm den mal vor. Den Wörter, was können wir denn nicht? Ich mach sie hier an. Ich hab auch große Platten. Ja, so, ja. Ja, da hört sie doch gut an. Ja, hör mal. Hör mal, und was sagen wir dazu? Nehmen Sie die moderne Technik. 2 Tage. Schmeißen Sie sie in den Müll, weil die Reparatur kostet mehr wie das Zeug, was hier steht. Also, Plattenspieler für 50 Jahre oder für 2 Tage? Hier sind Sie richtig. Jetzt gibt Fotografie. Ganz wichtig ist aber normal. Und wenn du den auspackst, musst du das hier. Den musst du hier mit dem Arm. Mach den mal los. So. Aber der ist eingeklemmt, ne? Ja, der ist hier eingeklemmt. Ja. Das ist ja nicht nur die Akku. No. Wir müssen den hier so ein bisschen wegnehmen. Ja, gut, alles klar. Und wie gesagt, hier die Drehzahl einstellen. Von der Platte. Von der Platte. Ja. Und wenn sie fertig sind, wieder auf Null. Das ist wichtig, weil das Reibrad, der tut sich sonst ein. Und das tut der Finger auch nicht mehr. Und da muss er auf Null machen. Das ist dann. Das ist nicht. Und selbst im Laufen. Software unter IT dazu bieten, den Zauber.